Ich hatte Augen und jetzt ist schon wieder nass. Ja, aber normalerweise guckt man ja auch, wo man hinläuft. Nee, ich bin sonst immer um die Ecke und hab das Handtuch hinten hingehängt. Und jetzt muss ich, dreh ich jetzt auf das Ding. Kann doch nicht sein. So, ja. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Oh, ist dieser Blöder. Was macht ihr? Ihr lässt mir jetzt voll hier angeklatscht. Ja, weil der jetzt... Oh, Video! Und dann muss er gleich wieder reinhüpfen. Echt? Das ist, also... Ja, eben war er noch auf dem Schrank. So. Ja, und jetzt ist er im Schrank. Und dann drückt er mir direkt auf den Kopf. So, das war's. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das Muttertier ist nämlich gerade da und wühlt auf dem Boden rum. Warum auch immer, ist er wieder gegen den Fressnapf getreten vom Adi, beziehungsweise an die Wasserschüssel. Jetzt schwimmt die ganze Küche. Kennt ihr das auch bei euch zu Hause? Schreibt's mal in die Kommentare. Und letztens war ich mit Pupsi wieder einkaufen im Rewe. Und da haben wir was entdeckt. Da habe ich gedacht, mich tritt ein Pferd und das Schwein pfeift gleichzeitig. Guck mal, Adi. Adi, Schatz, alles Gute. Ja gut, das funktioniert nicht. Wir haben Biereistee gefunden, ja. Wenn ihr das kennt oder auch nicht. Ihr kennt ja alle hier Weltins. Das muss ich mal kurz so zeigen. Zack, drei Döschen stehen auch hier. Oder für Thumbnail musst du das ja eigentlich immer vor dich halten. Einmal so und dann einmal hier irgendwie. Biereistee, guckt dir das an, mit dem Zinken dazwischen. Ihr kennt alle Weltins. Weltins V Plus ist ja das Kultgetränk für die ganzen krassen Jugendlichen. Gibt es in 1000 verschiedenen Sorten. Auch Weltins Plus Kuruba mit diesem Tequila gemischt. Dann gab es das irgendwann nicht nur in Flaschen, das gab es dann alles in Dosen. Und jetzt gibt es auf einmal Weltins V Plus Eistee Peach. Und weil heute Abend Hell in a Cell läuft bei WWE Network und wir uns ordentlich einen reintrinken wollen mit einer Dose Eistee, habe ich gedacht, werde ich das mal testen, werde ich das mal aufmachen. Steht auch extra dabei, Summer Edition Bier-Mischgetränk aus 80% Bier und 20% Erfrischungsgetränk mit Pfirsich-Tee-Geschmack. Deswegen hat das Ganze immer noch 5,0%, weil das nicht so ein Mischbier ist mit 2,5. Das ist trotzdem ein vollwertiges Bier. Wenn es aus 80... Was haben die da für Bier rein? Wenn normales Bier, 5%, dann haben sie nur 80% Bier. Rest, Plörre und trotzdem hat es immer noch 5,0. Das knallt auf jeden Fall richtig rein. Die sind jetzt richtig schön kühl. Die möchten wir mal aufmachen. Und das Muttertier ist immer noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, was sie macht. Die wühlt da die ganze Zeit rum. Ich gebe dir jetzt mal gleich eine Dose. Da kannst du nämlich auch mal probieren. Eine mache ich mir auf. Eine werde ich dir hinterreichen. Jetzt, wo es schön kühl ist, da kannst du mir dann mal sagen, wie das schmeckt. Einmal hier über die Schulter. Kannst du mal einen Schluck nehmen, dann mal sagen, ist das was, ist das nix? Du bist ja nicht so die Biertrinkerin, ne? Die haut sich immer den Schnaps rein. Nein, Spaß. Die trinkt immer ihre Birne Melisse Wellness Getränk für normale Menschen. So, du hast jetzt schon probiert und was sagst du? Ja, schmeckt gut, kann man trinken. Schmeckt gut, kann man trinken. Ist schön frisch, ja. Schmeckt jetzt eher nach Bier oder nach Eistee? Eher nach Bier. Eher nach Bier. 80%, die müsste man eigentlich rausschmecken. Zum Glück hat es nur 5% Alkohol und nicht 80% Alkohol, sonst wäre es Stroh 80 Eistee. Wir probieren auch mal kurz einen Schluck. Riecht irgendwie ein bisschen wie sanfter Engel. Also hier dieses, na es gab im Netto gab es auch früher immer diese kleinen Fläschchen von diesem Pfirsich-Sekt. Ich meine, ist klar, Pfirsich-Sekt und hier ist Pfirsich-Tee drin, dass das irgendwie so einen Geruch hat wie eben Pfirsich, das passt. Irgendwie allgemein, finde ich, schmeckt es aber trotzdem wie dieses V plus Kuruba, also wo dieser Tequila mit drin ist, weil das so eine kleine säuerliche Note im Nachhinein hat. Ist sehr schaumig auf jeden Fall. Obwohl es so sehr gekühlt ist, finde ich trotzdem, dass der Schaum sehr heftig vertreten ist. Würde mir jetzt als richtiges Erfrischungsgetränk an sich so nicht zusagen. Das ist mir
zu bierig. Mhm. Und für ein gekühltes Bier, was man so trinken will, ist es dann trotzdem irgendwie wieder zu süß. Deswegen ist eine interessante Mischung, okay, aber ich merke jetzt gar keinen Unterschied, ob man jetzt ein V-Plus Coruba trinkt oder ein V-Plus Eistee Pfirsich. Obwohl das Coruba natürlich mehr Prozent hat, mehr reinknallt und deswegen könnt ihr auch weiterhin V-Plus Coruba trinken. Trotzdem hat man es mal probiert. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? V-Plus Eistee Pfirsich. Ist okay, aber hat mich jetzt nicht ganz überzeugt und deswegen würde ich sagen, trinkt man es noch aus, ne? Aber nicht im Video, wenn die Mama da ist. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.